Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Erst einmal wünsche ich euch frohe Weihnachten und hoffentlich habt ihr gekriegt, wie zumindest. Ich andererseits habe mir was Schönes zugelegt. Vielleicht hört ihr es, ich höre mich ein bisschen anders an. Das liegt daran, ich habe einen neuen PC. Damit kann ich einmal 3, wie ihr sie im Vollabpack aufnehmen. Ich nehme gerade über 100 FPS auf und das ist die Ultra-Karte. Andererseits bin ich gerade noch alles zum Einstellen hier mit den Aufnahmen, Aufnehmen und so ein Zeug. Deshalb ist auch die Audioqualität etwas seltsam und dann, denke ich. Ebenso kann ich momentan nicht streamen, weil mein neuer PC zu groß ist, dass der andere Tisch nicht hier hinpasst und ich so keinen zweiten Monitor habe. Ebenso muss ich OBS und alles erst einmal noch aufsetzen und das ganze Zeug. Deshalb könnt ihr euch erstmal also auf neue Videos freuen, sowas wie Arma 3 und DZ, was ich schon lange mal aufnehmen wollte, aber nicht konnte wegen meinem alten Rechner, der nicht mehr allzu gut war. Ebenso, erstmal Luft holen hier. Ebenso, für alle, die die Tiber schauen, mein Bruder, der seine Videos schauen, seine Minecraft, wer die Fans davon ist, er kann momentan keine mehr aufnehmen, vorerst, denn er hat gerade sein PC geschrumpft, was ich etwas lustig finde, das nicht wirklich, muss ich jetzt einen neuen bestellen. Und deshalb kommen vorerst wohl keine Videos bei ihm, weiß nicht, wie wir das regeln. Auf jeden Fall, werden bei ihm bald wieder Videos kommen, falls wirklich ein paar Zuschauer gibt, die ihn auch schauen, nebenbei aber auch mich. Er ist bald wieder da. Und ebenso wollte ich sagen, dass ich auch wieder bald da bin. Ich werde jetzt bald schon die ersten Videos aufnehmen, mal schauen, wie die Audioqualität und alles möglich ist. Und dann geht es hier auch schon los mit Arma 3 und Squad. Ja, das Spiel habe ich von Tiber bekommen. Darauf bin ich wirklich gespannt. Auf das Spiel habe ich mich richtig gefreut. Und ich würde sagen, genau, für alle, die es noch interessieren, ich habe. Genau, nee, ich will zuerst was anderes sagen. Andererseits ist die Map nicht normal, was ich eigentlich wollte. Ich habe dann aber gedacht, weil es nicht funktioniert hat, nehme ich halt Altis. Und das Wetter passt so eher, da wir momentan auch keinen Schnee haben, nicht mehr hier in der Schweiz, sondern das Wetter eher dazu passt, wie es momentan an Weihnachten ist. Ebenso habe ich momentan das Problem mit der Steuerung, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Und die erste Aufnahme von Arma, was ihr hier jetzt vom Gameplay seht, habe ich verkackt, weil es total übersteuert hat. Ich hoffe, das ist jetzt nicht mehr das Problem. Und ja, das hat auch nicht funktioniert, deshalb habe ich jetzt gedacht, ich nehme die Map. Und ich wollte es auch epischer gestalten, aber ebenso mit der Steuerung hatte ich so Probleme, weil die jetzt irgendwie anders ist als sonst in Arma 3. Naja, auf jeden Fall, für die, die es interessieren, was ich in meinem neuen PC habe, ich werde es auf jeden Fall in die Beschreibung packen. Aber ganz kurz, was ich sagen kann, ich habe den i7-5960X, dann 2980er Ti. Von Zotac, die Extreme AMP Edition und ja, noch ein paar Sachen, 32 GB RAM, etc. etc. Ich werde es mal unten in die Beschreibung packen. Da könnt ihr auf jeden Fall nachschauen. Ich wünsche euch noch einmal schöne und frohe Weihnachten. Wir sehen uns schon bald mit den neuesten Videos. Bis dahin, auf rein und ciao.